Werkbank. Sonde basteln. Herstellen. Ja. Ja, gut. Ja, für den Plasma-Cutter erstmal den. Was haben wir hier? Waffen-Upgrades. Kann nicht modifiziert werden. Aha. Ja, gut. Wow, für Wissenschaftsausrüstung sieht das ziemlich tödlich aus. Was soll ich damit machen? Laut Recherche haben die Wissenschaftler ihre Messungen innen vorgenommen. Dann müssen wir wohl den Bauch der Probe öffnen. Das würde zumindest die Harpunenkanonen erklären. Oh, gut. Okay. Also ich muss mit der Sonde in den komischen Riesen-Nexus-Kumpel rein, irgendwie? So, irgendwie? Na gut. Was macht das Ding? Aha. Das ist so Elektrokram, ne? Okay, verwende ich mal kurz. Habe ich mal Bock drauf gerade. Nee, brauche ich nicht. Unitology-Artefakt. Was ist das? Tägliche Gedanken, Jacob Dennick. Unser Kumpel Dennick. Habt keine Angst vor den Herausforderungen, die noch vor euch liegen, denn ihr seid nicht allein. Wir sind Millionen und unser Glaube an die Marker ist unerschütterlich. Wir haben Unterdrückung überwunden und sind eine der am häufigsten praktizierten Religionen in der Galaxis geworden. Mit den Mitteln der Church konnten wir eine Armee aufstellen und damit Earthgarf stürzen. Früher oder später wird Isaac Clarke gefunden, die Schandflecke auf den Markern werden verschwinden und die Konvergenz wird kommen. Bleibt wachsam, das Ende ist nah. Fuck you, Dennick. Wenn ich dich erwische, dann kriegst du hier was von. Ich denke gerade immer noch nach über den... über das Vieh, das wir dann in den Bauch müssen. Wie die Story mit dem fetten Wal. So. Noch eine Werkbank. Ziemlich hohe Dichte an Werkbanken hier. Wo lang? Da hoch oder was? Nee. Ach ja, na klar, gut, jetzt zeigt ihr mal mein Hauptmissionsziel an. Wo geht's da lang? Keine Ahnung. Was ist das? Skip Shuttle System. Das hatte ich doch im Weltraum. Waffenarsenal. Vorratslager. Aha. Gesperrt. Ich gehe mal raus hier. Ich wollte mich nämlich noch kurz hier umgucken. Irgendwie scheint hier nichts weiter zu sein, außer der Aufzug hier. Wenn wir doch mal hochfahren, oder? Okay. Jetzt, ich bin im Waffenarsenal. Und die hat's gut zerlegt hier, die Jungs. Haben die wieder eine Party gefeiert mit Kerzen? Ich weiß es nicht. Ja, wie in Folge 19, ne? Stehen da die vier Typen rum im Kerzenkreis und schlitzen sich die Kehle auf. Verdammt, johe. Warum die ganzen Werkbänke? Da lang? Ja. Security Station, okay. Was ist das da drüben? Stuff. Menge. Stuff. Und hier ist dunkel.
Sieht aus wie ein Raketensilo. Hm. Was ist das? Nein! Oh, fehl. Dumm. Das bleibt hier. Scheiße. Auf das Ding da. Ach, Medikits, na gut. Ah, Wolfram. Oh, scheiße, vielleicht war ja auch Wolfram drin. Ah, Kacke. Na egal. Komme ich vielleicht noch hin. Hm. Noch mehr Fackel-Action. Sieht auch stimmig aus, ne? Ein Haufen. Was? Nein! Ach so! Die schon wieder, Alter! Aber geil! Also eine Salve und die sind dann im Arsch hier. Und irgendwie. Was sind das? Ach so, das sind so. Das sind so Bolzen, elektrisch geladene Bolzen. Erinnert mich gerade an den Penetrator aus 4 so ein bisschen. Okay. Da werden die hier durch die Gegend. Ja, die werden an die Wand genagelt. Geil. Ja, bin ich schon mal Fan von irgendwie so ein bisschen. Also mein Raketenwerfer und die Waffe sind schon mal geil. Stasi-Verstärker. Mhm. Nice. Ja, ich wollte gerade sagen, hier, die ganzen eingewickelten Leichen hier, so Mumien. Strange. Das sieht ja auch mal extrem relaxed aus hier, ne? Scheiße. Weg da. Hier, die Teile. Oh Gott. Auf jeden Fall noch ein bisschen gefährlicher als das Ding in 4, der Penetrator, ne? Weil hier hast du noch ein bisschen elektrische Ladung gleich. Ist nochmal extra tödlich. Oh mal geil. Was ist das? Ja, und jetzt? Ist jetzt die Tür geöffnet oder hier? Was soll das sein hier? Hm, ich muss glaube ich hier lang. Was war nochmal die Mission? Waffenlager schützen, ne? Irgendwie. Munitionslager im Waffenlager schützen. Okay, okay. Runter geht's, oder? Jo, es geht runter. Okay. Habe ich das gerade mitgenommen hier, die Ärmchen und Beinchen? Was ist das? Okay. Ich will mal wieder ein paar Gegner killen. Was zu? Ah, ich finde hier einen Haufen Stuff, das gefällt mir schon mal. Was? Kontaktstrahl. Kontaktstrahl. Aha. Was soll das sein? Meine Bots, Mensch, scheiße. Die werde ich auch mal raussetzen hier. Nee, nicht so. Bot Nummer 1. Und Bot Nummer 2. Raised Hall, ich glaube, hier geht's weiter. Hier. Komm her, hier. Nein. Fuck. You. Alter, aber was macht ihr immer auf meinem Kopf? Pisst euch. Nein. Scheiße. Alter Schwede. Also wenn es zu viele sind, dann wird's stressig. Alter, die ganzen
Die ganzen Teile hier, die ganzen Spitzen. Wow. Mann, eine Menge Ressourcen, das ist cool. So, kurz auf die Uhr geschaut. Ja. Was verbraucht denn das für eine Munition eigentlich? Verbraucht das meine normalen Munitionsclips? Warte mal, ich glaube schon. So. Ich meine, es verballert ganz schön Munition, das ist der Nachteil. Aber es ist cool. Nämlich ja gerade mal ein paar Minikits verbraucht, weil irgendwie brauche ich wieder mit ein bisschen Moon. Sonst kann ich nicht aufsammeln. Das wäre nicht so cool. Wo geht's denn jetzt hier weiter, Leute? Ach hier. Rätselchen. Haben wir noch ein bisschen? Haben wir noch. Schön weit entfernt, geil. Zwei. Wie viele Phasen waren es? Vier oder so? Oder fünf? Yep. 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 Sesam, öffne dich. Das Zahnräder? Backtube. Geht's nicht weiter? Na, ihr kleinen Scheißer? Wo seid ihr? Ach du Scheiß, was denn? Jupp, gleich mal schön oben rangetackert. Hammer geil. Boah, das ist ja ein richtiges Kunstwerk, Alter. Guck mal hier. Das wird's. Jo Leute, ich würde sagen, und mit dem Kunstwerk da drüben entlasse ich euch aus Folge 20 von Replay Oldschool Dead Space 3 und wir sehen uns in Folge 21, wie wir hier das Waffenlager, Munitionslager im Waffenarsenal schützen. Also Leute, wir sehen uns bei Folge 21, macht's gut, Max Holz ist raus.